Hallo meine lieben Leute und willkommen hier zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder hier in War Thunder und diesmal mit dem Chinu, ein japanischer Medium Panzer auf Battle Rating 3.3 Rang 2, der es sogar für einen japanischen Panzer in sich hat. Also ja, es gibt halt dieses Vorurteil, dass japanische Panzer halt nicht so das Gelbe vom Ei waren. Waren sie auch nicht. Aber für ihre, wie soll ich sagen, für ihren Einsatz, wo sie also benutzt worden sind, war es verständlich, dass sie so komisch waren. Beziehungsweise waren sie nicht priorisiert bei der japanischen Armee früher. Ja, glaub schon. Also ziemlich sicher sogar, ja. Stahl und so, Produktion, dies, das, ja. Der Chinu war eigentlich einfach nur ein Prototyp vom Chito, der wäre eigentlich sozusagen der Sherman Killer gewesen, aber da sie nicht die Zeit bzw. sofort einen gebraucht haben, haben sie halt ihre ja, Anti-Tank-Cannon, die sie schon hatten, einfach da reingeklatscht und dann ist das rausgekommen. Also der Chinu mit einer 75mm Kanone Typ 3, also Type 3, wie auch immer, mit einer APG Round, die 103mm Durchschlag hat, beziehungsweise 85 Gramm Sprengstoff, was echt stark ist. Also es ist besser als die M3 vom Sherman, also die normale 75mm vom Sherman, die ist schlechter, finde ich. Ja, weil sie, ja, sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm mehr Durchschlag, aber hat dafür um einiges weniger Sprengstoff, soweit ich weiß. Also ich würde die schon bevorzugen, bin ich ehrlich. Die HE ist überraschend gut für eine 75mm, 810 Gramm, wundert mich. Trotzdem nicht zu gebrauchen, halt gegen Leichtgepanzer natürlich. Ja, panzerungstechnisch 50mm nicht gerade gut aufgestellt, aber was erwartet man sich von japanischen Panzern, ganz ehrlich. Da ist es sogar recht gut für das Niveau. Das MG da oben, es gibt ein, nicht koaxiales, halt ein koaxiales gibt es auch nicht, sondern oben ein zweites Sekundär-MG, wie immer, das nicht gut ist. 30 Schuss drinnen, lädt zwar schnell nach, keine Feuerrate, so eine saugeringe, und sie lädt irgendwie so jede 30, 20 Schuss nach, ist echt kacke. Dafür ist der Panzer recht mobil, 240 PS auf 20 Tonnen ungefähr, geht recht klar. Also, hätte weniger erwartet, bin ehrlich. Ja, mehr gibt es glaube ich zu dem Ding nicht zu sagen. Wenn euch das Video gefallen sollte, lasst mir vielleicht einen Like, ein Abo oder einen Kommentar, da würde mich wirklich, wirklich freuen und meinen Kanal sehr unterstützen. Danke, danke dafür. Und wir sehen uns jetzt einfach gleich in der Schlacht. Ah, und bevor ich es vergesse, ja, ich habe es fast wieder vergessen, schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Fahrzeug ihr als nächstes sehen wollt. Tja, und jetzt sehen wir uns in der Schlacht. Abandoned Factory oder verlassene Fabrik, schätze ich mal jetzt auch, heißt es auf Deutsch. Ich mag die Map. Die Map mag ich. Jetzt bin ich wieder bisschen besser drauf, endlich mal. Nach dem endlosen Sterben in dem Spiel. Die endlosen Qualen, die ich mir geben muss. Das ist schlimm, echt schlimm. Ich weiß halt auch nicht, wo ich aber hinfahren soll, genau. Soll ich hier irgendwie so dahinter bleiben? Kann mir vorstellen, dass da irgendwer durchflanken will. Oder bin ich derjenige, der hier durchflankt? Das ist halt die Frage. Fragen über Fragen. Sehe ich da wen? Der war nicht. Schieß einfach mal. Genau, nichts getroffen. Da ist irgendwas. Hit und ich sollte weg, ich sollte weg, ich sollte weg. Er schaut nicht mehr hin. Hier habe ich ungefähr hingeschossen. Bisschen höher. Ja, Mann, endlich. Endlich ein Kill. Danke. Endlich mal keine, also nicht die Aufnahme wegschmeißen. Endlich. Ja. Oh, Kacke. Das wollte ich gar nicht. Ich glaube, keine Ahnung. Habe irgendwelche Spastiken schon mittlerweile. Zack. Und ja, das ist ein echtes Wort. Keine Beleidigung, nichts. Ist einfach nur Bezeichnung dafür. Ich weiß nicht, ob die. Ist sie mittlerweile immer noch gänglich oder. Das weiß ich gerade gar nicht. Ah, und ich kann euch auch noch sagen, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr
CVS 13 immer angedreht bekommen von War Thunder, weil so geht es mir heute, beziehungsweise oft. Ich bekomme CVS 13 so oft angedreht. Die wollen die ganze Zeit, dass ich das spiele. Ich mag die Map nicht mehr. Nicht und nicht überhaupt jetzt nicht mehr. Da, Jeffy. Gut, den Schuss habe ich wieder nicht gehört. Aber komischerweise ist es immer bei C34. Immer genau bei den Panzern höre ich den Schuss nie. Also, den Schuss, dass die, also, klar, er hat mich getötet, aber ich hab halt nicht mal gehört, dass die Granate bei mir eingeschlagen ist. Das ist voll der Blödsinn. Okay. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die Map heißt, wie heißt die Map überhaupt? Port Nova ist genau, brauch gar nicht mehr nachschauen, Alter. Gehirn des Todes gerade. Fährt er über die Brücke? Da hinten ist wer? Ein Panzer 3, glaube ich. Ich bekomme halt nicht mehr die Kills. Der schaut mich nicht an. Endlich ein Kill. Bitte verpiss dich. Sorry, aber ich hasse Teammates, die sich einfach vorne stellen. Mir egal, ob du ein Truck bist oder nicht. Mir ist so egal. Geh einfach weg. Ich war schon zuerst da. Ist das eine Katjuscha, die ich da höre? Ich glaube schon. Was war das? Was war das? Irgendwer hat in unsere Richtung geschossen, glaube ich. Ja, hier. Hit? Das ist die Hit. Nochmal Hit. Da irgendwo? Hä, ich habe ihn doch angehittet. Ist da irgendwo? Crit. Sehr gut. Okay, wenigstens der Schuss durchkommt, sonst hey, ich hätte es geschrien, wirklich. Du bist hier nicht erwünscht, Mann. Keiner will dich hier. Hit. Hä, wo ist der jetzt hin? Nochmal so. Ich habe keinen Schirm, wo der Typ hin ist. Mir geht die Muni aus, nämlich. Schieß mal meinen Gate auf, das keine Muni hat. Der ist weg. Ich glaube, dass der weg ist. Da rechts ist was. Wo genau? Wir kommen mal Teamwork. Schön XP sammeln. Das ist halt immer noch Rauch. Sind nichts. 8 Schuss habe ich nur noch. Ich habe halt echt wenig mitgenommen. Aus dem Grund, weil ich hinten den Turm leer haben wollte, nämlich. Bitte geh weg. Er geht zwar durch, also das ist wenigstens noch ein cooles Feature, aber. Junge, du bringst mich gerade eigentlich nur um. Endlich ein Kill. Fahr woanders hin, Mann. Okay, dann fahre ich halt weg, so. Immer muss man nachgehen. Immer. Naja, der Klügere gibt nach, oder. Weiß nicht, ob das auf mich zutrifft, aber naja. Egal. Ich fahr mal weiter. So hier hin. Da sehe ich gar nichts. Da sehe ich. Oh, gar nichts. Nicht. Oh. Kann ich ihn da sehen? Ja, kann ich. Irgendwie machen meine Schüsse gar keinen Schaden. Der hat mir nicht. Wäre es jetzt der Truck gewesen, Alter? Ich hätte mir so hart in die Hand gebissen, dass ich blute. Ich hätte schon gedacht, der hat mir den Kill gestealt, weil dann wäre ich krank. Wenigstens Kill. Ich habe nur noch 3 Schuss. Warum habe ich so wenig Muni mitgenommen? Und da sind so viele Gegner gerade.
Ich werde sterben. Kleine Wahrsage von mir, ich werde jetzt gleich sterben. Entweder so oder dadurch, dass ich keine Muni mehr habe. Okay, der Puma wurde mir eigentlich wieder gesteelt. Einen. Weiß der andere, dass ich da bin? Nee, wurde gekillt, aber nicht von vorne. Die KV-1-Wanne gibt mir auch ein bisschen Schutz. Da haben wir einen Stock Scheißtreffer. Hinten ist ein Sherman, aber der Stock... War der Sherman-Killer? Ja. Geil. Den Titel noch verdient schnell. Somit 0% Clickbait. Weil ich habe einen Sherman gekillt. Kann ich? Nein, ich wollte es probieren. Wer weiß, vielleicht passiert ein Wunder. Ich meine, mehr Chancen habe ich jetzt eh nicht mehr. Ist irgendwas leicht gepanzertes? Das wäre mir sehr recht. Nee. Meine einzige Chance ist jetzt nur noch zum Punkt zu kommen. Ich muss zu dem Punkt kommen. Punkt kommen? Punkt kommen. Was auch immer Punkt kommen ist. Boah, fuck, ist das geil. Ich habe ihn wirklich gekillt. Okay, jetzt bin ich tot. Oh, aber der letzte Kill war's. Der hat noch schön reingefetzt. Richtig geil. Aber ja, ich würde sagen, ich werde wahrscheinlich heute keine bessere Runde mehr zusammenbringen. Drum werde ich das Video mal für heute so stehen lassen. Das war der Chinu. Ein aber eigentlich cooler Panzer. Also leider hat das Video jetzt das nicht so gut gezeigt. Aber das letzte, also die letzte Runde wenigstens schon. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst mir vielleicht einen Like, Abo, Kommentar, irgendwas. Da würde mich wirklich, wirklich hart freuen. Danke dafür. Habt einen wundervollen Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Fahrzeug, meine ich, ihr als nächstes sehen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich dann wieder. Ciao.